Gnädig und andere Schauspieler wieder die Schulbank pauken für den Segelschein, heißt es dann. Denn der ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Segelregatta Rose of Charity im Herbst. Dabei segeln die Prominenten für einen guten Zweck, die deutsche Knochenmark-Spenderdatei. Und Nina Gnädig hat sich in Köln vorab ein Bild gemacht, wie wichtig diese Unterstützung ist. Hallo? Hallo? Nina, hallo, hallo. Darf ich überhaupt schütteln? Entschuldigung. Ja, sie darf. Nina Gnädig auf fremdem Terrain. Diesmal ist sie nicht am Filmset, sondern auf Visite im Krankenhaus. Die Schauspielerin setzt sich ein für die deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS. Sie will wissen, wie so eine Spende funktioniert, auch aus persönlichen Gründen. Ich habe auch tatsächlich wirklich über so eine Registrierung das erste Mal aktiv nachgedacht durch diese Plakatierung in Berlin. Die Stäbchen rein Spender sein, da wurde mir irgendwie durch diese vier Worte plötzlich so bewusst, wie wenig Aufwand das eigentlich wäre. Und ich habe in meinem entfernten Freundeskreis eine Freundin, die so ihren Sohn verloren hatte. Patrick Weiß ist einer von mehr als 5 Millionen potenziellen Spendern, die bei der DKMS registriert sind. Wann hast du erfahren, dass du spendentauglich bist, sozusagen, also dass du tatsächlich benötigt werden könntest? Ich habe den Anruf, soweit ich mich erinnern kann, im Januar bekommen. Spender wie der junge Mann, für Blutkrebspatienten überall auf der Welt oft die letzte Hoffnung. Denn ohne Stammzellentransplantation geht deren Überlebenschance gen Null. Meine Motivation ist die, wir haben damals im Nachbarort eine Spendenaktion gehabt. Da war ein kleiner Junge an Leukämie erkrankt. Da gab es in diesem Rahmen eine Typisierungsaktion. Ich bin selbst Vater einer kleinen Tochter. Das hat mich zusätzlich dazu angestachelt, den Schritt zu gehen und mich typisieren zu lassen. Ein Leukämiekranker hat in Patrick den passenden Spender gefunden. Denn die Laboranalyse hat ergeben, die Gewebemerkmale beider stimmen überein. Die unerlässliche Voraussetzung für die Stammzellenentnahme in der Klinik. 4 bis 5 Stunden dauert das. In einem speziellen Verfahren wird Eigenblut entnommen. Die Stammzellen werden herausgefiltert. Dann fließt das Blut zurück in den Körper. Gut, also hier sehen Sie eine Zentrifuge. Nina Gnädig will alles genau wissen. Schließlich könnte auch sie hier demnächst liegen. Den ersten Schritt hat die Schauspielerin bereits hinter sich. Die Typisierung nämlich mittels Abstrich. Das war im vergangenen Herbst bei der Rose of Charity Segelregatta zugunsten der DKMS an der Costa del Sol. Der zweite Schritt, möglicherweise nur eine Frage der Zeit. Jedenfalls ist Nina Gnädig beeindruckt von der Professionalität der Klinik. Der Gedanke zu sagen, vielleicht kann ich damit jemand anderem helfen oder vielleicht sogar ihr Leben retten. Das verbindet die hier so untereinander. Also alle kommen miteinander ins Gespräch. Es ist wirklich bewegend, hier zu sein. 20 Spender zählt die Klinik an einem normalen Tag, erklärt Professor Helmut Schmidt. Er betreut die meisten Spender persönlich, vom Vorgespräch bis zur Stammzellenentnahme. Die ist mittlerweile gängige Praxis bei 4 von 5 Spenden. Nur noch selten angewandt, die operative Knochenmarkentnahme aus dem Beckenknochen. Entscheidend sind die Bedürfnisse des Spenders. Das heißt, dass man zum Beispiel für Kinder eher Knochenmark nimmt. Wenn ich sehr viele Zellen brauche, sehr viele Abwehrzellen brauche, dann nehme ich eher Stammzellen. Was kaum jemand weiß, jede Stunde zählt. Wie viel Zeit liegt da meistens dazwischen? Uns bleiben ca. 72 Stunden Zeit, die Produkte weltweit zu verschicken. Denn danach nimmt die Qualität der Stammzellen deutlich ab. Der Kurier ist da. Seine kostbare Fracht ist für einen Blutkrebspatienten außerhalb Europas bestimmt. Ein langer Flug steht bevor. Entsprechend eng ist das Zeitfenster. Es ist mir schon passiert, dass ich vom Flughafen direkt mit der Ambulanz abgeholt wurde, dann mit Blaulicht und Tatütata eben zum Patienten gefahren wurde. Zeit, sich auf der Landkarte zu verewigen. Jedes gelbe Fähnchen markiert den Herkunftsort eines Stammzellenspenders. Wem die Stammzellen das Leben retten, bleibt zunächst geheim. Allerdings. In Deutschland hast du auch die Chance, denjenigen dann kennenzulernen nach 2 Jahren. Und das ist ja auch das, was mir bei der Regatta so begegnet ist, dass ich einfach mal Spender und Empfänger kennenlernen durfte, miteinander. Und wie die miteinander sind, das ist. Du merkst, da gibt es ein Band, das einfach. Das man gar nicht benennen kann. An diesem Tag hat Nina Gnädig viele spannende Eindrücke gesammelt und obendrein sympathische Mitstreiter kennengelernt im gemeinsamen Kampf gegen den Blutkrebs.